Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir machen heute die erste Player of the Month Challenge der Premier League. Es ist der Player of the Month August, Sadio Mané. Ich finde, die Karte sieht richtig geil aus. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wobei, ich finde es geil. Ich finde es einfach geil gemacht. Sieht sick aus, hat sicke Werte. Kevin meint auch, der ist geil. Der hat sogar über 80 Physis, 83 Schuss, 80 Passen, 95 Tempo, 89 Dribbling, Forster Skills natürlich. Ich hab Bock auf den Kerl. Wir fangen an. Er ist halt dadurch ganz schön teuer, dass man ihn selber eintauschen muss. Und der kostet im Moment seine maximale Preisrange. Also er ist extinct, aber man kann ihn nicht mal leichter filtern. 180k ist im Moment drauf. Heute war er sogar teilweise für 160k drauf. Aber ja, da war ich leider zu gierig, sag ich mal, oder zu geizig, den zu holen. Im Endeffekt habe ich ihn jetzt teurer geholt, als er da drauf war. Aber was will man machen? Ich wollte jetzt endlich die Challenge abschließen. Ich würde sagen, wir starten rein. In der ersten Challenge braucht man ihn noch nicht. Aber da finde ich eine Sache ganz schön mies von EA. Und zwar haben sie hier einfach ihn im Prinzip reingemacht. Also ein Liverpool-Spieler von Senegal, aus dem Senegal. Ohne Rating allerdings. Also ich glaube, der hilft auch nicht fürs Rating rein. Das heißt, wir müssen mit den genau 10 Premier League Spielern, die wir eintauschen müssen, auch das Minimum 83er Rating erfüllen. Das heißt, wir brauchen hier ganz schön hochgeratete Spieler, um das nochmal rauszuholen, weil er ja, wie gesagt, glaube ich, nicht mit reinzählt irgendwie. Dazu brauchen wir eine 95er Chemie, die habe ich auch ganz genau erreicht mit ja 1-2 Positionschanges und Changes und dazu drei Loyalitätsspielern, also drei Loyalitätspunkte. Ihr braucht mindestens drei auf Loyalität, wenn ihr euch das so nachbauen wollt und halt die ganzen Positionschanges. Das müsst ihr beachten. Ich denke, ist klar, man braucht halt ein 83er BPL-Team. Ist nicht so billig, weil die BPL-Spieler halt dadurch auch ganz schön teuer sind. Wir starten rein, schmeiche schon mal für 9k, extrem teuer. Dann kommt man für 20k knapp, 21,5, vielleicht ist auch manchmal billiger drauf, muss man halt immer selber gucken. Ansonsten 5k für Mustafi, 5,2k für Cahill, das geht immer noch, wie ich finde. 3,7 für Matip ist auch voll in Ordnung. Dann Schneiderlin habe ich gezogen, ganz am Anfang irgendwie. Und ja, dafür konnte ich den halt gut benutzen. Genauso wie Bernardo Silva, den habe ich in diesen Vorbesteller-Packs gezogen, den 15k Sets. Könnte ich sogar verkaufen, da steht ja auch tauschbar. Aber ja, benutze ich hierfür, genauso wie Mesa ebenfalls gezogen. Casola kostet auch nur 5.300. Ja, kann man auch hierbei gut einbauen, ist nicht so teuer. Hier ist der Mané, ja, ein bisschen verwackt, wie sie es gemacht haben. Und dann musste ich halt noch einen 86er kaufen und da war Fabregas in dem Fall der billigste. Na gut, die Position-Changes noch dazu, aber die hätte ich alle im Verein, von daher für mich haben die nicht in den Preis mit reingespielt. Müsst ihr aber selber, wie gesagt, darauf achten. Vielleicht ist dann einfach ein Stürmer, der 86er Rating hat, der so schon in der Premier League ist, billiger als Fabregas zu kaufen und den umzuformen. Achtet mal darauf, Leute. Und auch darauf achten, dass ich hier halt, wie gesagt, die drei Loyalitätspunkte habe. Genau. Ein 15k-Set gibt es dafür und ich finde das ehrlich gesagt ganz schön lächerlich. Hätten sie wenigstens so 35k-Pack bringen können, finde ich, aber naja. Ne? Ist ganz schön teuer gewesen und deswegen finde ich, ist es ein bisschen übertrieben, aber okay. Die nächste Challenge ist dann billig im Vergleich dazu und zwar brauchen wir hier nur mindestens 2 Senegalesen, maximal 3 Nationen, mindestens 82er Rating, das war nicht so easy, aber ich habe es noch hinbekommen, wie ihr seht, und eine 90er Chemie habe ich auch hinbekommen. Ich habe 1, 2, 3 Spieler auf Loyalität, das heißt, ihr könntet euch das 1:1 nachbauen, wenn ihr kein Spiel auf Loyalität habt, Leute. Sehr interessant für euch, denke ich mal. Ihr seht das Team im Hintergrund, also wir haben die 2 Senegalesen im Endeffekt hier, Salif Sané und Lamine Sané, genommen aus der Bundesliga. Und da gibt es halt genug hochbewertete Spieler, die man hier reinhauen kann, auf jeder Position. Linksverteidiger ist jetzt nicht ganz so hoch mit 80, aber trotzdem gereicht. Horn ist halt auch billig für einen 84er. Und dann gehen wir auch mal die Preise durch. Vorne seht ihr Perisic, den habe ich gezogen. Und Mandzukic, den habe ich billig gekauft. Also der ist auch nicht teuer, dafür, dass die beide halt ein 83er und 84er Rating haben. Dann gehen die voll klar, wobei ich Perisic gar nicht den Preis im Kopf habe. Aber hier seht ihr schon mal die Preise der Bundesligaspieler. Gehen halt voll klar. 3,7 für Bellarabi ist mit der teuerste, den wir hier hatten. Und ja, Mandzukic ist sogar billiger, Leute. Also von daher kann man das auf jeden Fall machen. Gibt ein Goldspieler-Set, ist leider kein 25k-Set. Okay, Perisic kostet ein bisschen was. Aber naja, ist halt dann trotzdem ein hochbewerteter Spieler, den man hier fürs Rating kaufen müsste in dem Fall. Genau, Leute. So viel dazu. Ist, denke ich mal, auch eine solide Lösung gewesen. Jetzt kommen wir zu der Challenge, wo wir halt Mané brauchen. Und zwar Manés Karriere. Und da braucht man halt einen Liverpool-Spieler, der aus dem Senegal kommt. Und ja, da haben wir halt den Mané. Haben jetzt 179k geholt. Ja,
Hätte ich mal für 166 oder was da drauf war geholt, hätte ich noch mehr gespart. Aber was will man machen? Ich habe es jetzt hier so gemacht, dass man, also zusätzlich braucht man natürlich in seiner Karriere, hat er bei Metz gespielt, Salzburg und Southampton. Davon braucht man jeweils immer einen Spieler noch mindestens mit drin, einen 78er Rating und eine 75er Chemie. Ich habe es jetzt hier so gemacht, dass ich genau die Mindestanforderungen habe, also ganz knapp bis 78er Rating geschafft und die 75er Chemie auch ganz knapp geholt. Da hier braucht man nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Spieler auf Loyalität, Leute. Ihr könnt es natürlich auch einfach so machen, dass ihr hier einen spanischen Stürmer noch hinstellt und dann habt ihr, glaube ich, safe die volle Chemie. Ja, sollte, denke ich mal, dann empfohlen. Wird dann halt knapp. Ich habe es halt im Endeffekt so gemacht, ja, dass ich die Spieler, die in Manés Karriere eine Rolle gespielt haben, gar nicht verbunden habe, sondern einfach irgendwas Billiges genommen habe, was ich im Verein hatte, was irgendwie das Rating noch rausgeholt hat oder die Chemie. Ihr seht es hier, in dem Fall waren es einfach Spanier, die ich reingekloppt habe, alle aus der La Liga. Und ja, den Rest habe ich dann halt gekauft oder einfach so reingestellt. Hier sehen wir uns nochmal kurz die Spieler an und die Preise. Die meisten, wie gesagt, Erstbesitzer. Hier 57 für Wollscheid, geht voll klar. Dann Heuberg hatte ich auch Erstbesitzer von Southampton. Mané, ja, 179k. In Sturm, Lorente, ja, in Verteidiger halt. Und 450 für Dabur, für den RB Salzburg-Spieler. Hier gibt es ein 25k Pack für, ist in Ordnung. Ein seltenes Goldset, ist halt alle Objekte drin selten. Ja, muss man mal selber finden, selber wissen, wie man die Packs findet. Es sind nicht meine Lieblingspacks, sage ich einfach mal dazu, aber okay. Dann kommen wir zur letzten Challenge, und zwar Manés Tore. Das war auch sehr einfach und nicht so teuer, für mich jedenfalls. Hier brauchen wir einen Watford-Spieler, einen Crystal Palace-Spieler und einen Arsenal-Spieler. Da hat er scheinbar die Tore gemacht im letzten Monat. Dazu brauchen wir ein 80er Rating und ein 90er Chemie. Ich habe halt größtenteils ein Premier League-Team gebaut und dann halt einen 83er, den ich im Verein hatte, fürs Rating random reingepackt, so dass wir von der Chemie exakt hinkommen. Ich habe, glaube ich, alle Spieler auf Loyalität, außer Danilo in dem Fall, also 10 Spieler auf Loyalität. Das heißt, Leute, ihr müsstet euch ja, mindestens 3 Spieler auf Loyalität holen, wenn ihr das 1:1 nachbauen wollt. Genau, aber es geht halt einfacher, wenn man hier, sage ich jetzt mal, einfach noch ein Strongling genommen hätte zwischen den Innenverteidigern, dann wäre schon, glaube ich, relativ safe gewesen, dass man auch so ohne Loyalität auf volle Chemie kommt. Genauso, wenn man hier noch Miralas ein Strongling gibt oder so. Also ich denke, es sollte klar sein, ihr seid ja nicht auf den Kopf gefallen. Ihr werdet ja wissen, wie ihr das Rating da rausholt. Ja, ansonsten seht ihr, es gibt hier auch nur ein 7,5 K-Pack für. Ist, finde ich, angebracht, einfach weil die Challenge jetzt auch nicht so kompliziert ist. Sind wir ehrlich, 3-4 für Danilo habe ich bezahlt. Den habe ich aber nicht hierfür geholt, sondern für ein anderes Video. Und ich hatte ihn noch im Verein, also habe ich den jetzt dafür auch benutzt. Wobei ich da eigentlich auch einen anderen benutzen könnte. Ich bin so ein Vollhorst und dann könnte ich Danilo verkaufen, weil er mehr wert ist. Aber okay, Leute. Okay, er geht zum Beispiel. Ja, okay, doch nicht. Rating ist halt auch in dem Fall wichtig, wobei es locker. Danilo bringt ja locker noch was. Ich bin so ein Vollhorst. Kann ich einfach einen random 78er hinstellen? Aber vielleicht sogar einen 77er Innenverteidiger hier zum Beispiel. Ja, Leute, für mich reicht es so. Wie gesagt, ihr könnt euch da auch einen Rechtsverteidiger holen, wenn ihr die Chemie braucht und das Rating. Für mich reicht es so mit Funes Mori, dann kann ich Danilo gleich nochmal verkaufen. Bringen dann nochmal ein paar K rein in die Kasse. Ja, ansonsten, ihr seht hier den Großteil, habe ich als Erstbesitzer. Ich glaube sogar alles dann im Endeffekt. Genau, alles als First Owner, genau. Danilo, gucken wir jetzt nochmal, wie viel habe ich da denn eingespart. Ja, okay, so viel ist er jetzt auch nicht mehr wert, aber nehme ich mit. Nehme ich mit, Leute, und dann haben wir hier das 7,5 K-Pack dennoch für den letzten, für die letzte Einzel-Challenge. Insgesamt gibt es leider kein extra Pack noch dafür, für ja, die Gruppenbelohnung sozusagen. Da gibt es nur Sadio Mané in Anführungszeichen, nur weil die Karte ist halt schon krank, Leute, muss man einfach mal sagen. Hier sehen wir Sadio Mané, nice Werte am Start. Forster Skills, 3 Sterne Weakfoot, Hochmittelarbeitsraten. Gucken wir uns die Attribute an, 96 Antritt und 93 Sprintgeschwindigkeit ist unnormal. Dazu hat er sogar noch eine 77er Stärke, das ist echt krank. Ja, Ausdauer ist auch nice mit 88. Die Dribbling-Werte braucht man nicht drüber reden, die sind alle richtig geil. Balance 89, Beweglichkeit 93, Reaktion 83 ist okay. 87er Ballkontrolle und 90er Dribbling, Leute. Dazu ein gutes Passspiel mit 84 Übersicht, 83 kurzer Pass, 76 langer Pass. Flanken ist auch in Ordnung mit 77, 88 Abschluss und 89 Stellungsspiel. Das sind sicke Werte, Leute. Ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall so machen. Wir werden jetzt auch was machen, und zwar die Packs öffnen, was ja noch dazugehört. Ja, hier sehen wir nochmal im Hintergrund die Ones to Watch, die zu ziehen sind. Hoffen wir natürlich, dass wir davon einen packen werden. Im Idealfall so ein Mbappé oder so ein Salah. Und dann haben wir mal Easy's Mané wieder rausgeholt hier von den Coins.
Wäre ganz sick. Wir gucken einfach mal, was wir kriegen, Leute. Seien wir mal gespannt. Ja, okay, wir machen zuerst das 7,5K-Pack. Das ist das niedrigste. Hat sogar das Once-to-Watch-Design. Ist ganz nice gemacht von EA. Leider kein 83er. Hier hat es irgendwie nicht das Once-to-Watch-Design. Aber ich glaube, das ist immer so. Keine Ahnung. Rave auf jeden Fall. Der ja gesperrt wurde gegen Dortmund. Nachträglich. Kann er mittlerweile wieder spielen? Ich weiß es gar nicht. Hier sehen wir auf jeden Fall, ja, ist nichts Besonderes drin. Das war doch gegen Dortmund, genau, war gegen Dortmund. Genau, jetzt kommen wir zum 15K-Pack, würde ich sagen. Oder erst das, nee, wir machen erst das Goldspieler-Pack. Da ist halt nur ein seltener Spieler drin, leider. Was soll man machen, aber da hätten sie eigentlich auch ein normales 25K-Pack geben können, wie ich finde. Wollten sie nicht, hätte auch theoretisch jetzt ein seltener Silberspieler drin sein können. Es ist sogar ein 80-Plus-Spieler. Keen, es ist Keen, alles klar, der ist, glaube ich, ein bisschen was noch wert. Kann aber auch nicht der Fall sein, ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Wir gucken einfach mal. Ja, ansonsten... Naja, so... Bisschen über 3K, ne? Bietet nicht mal einer drauf. Okay, ich nehme einfach mit. Nehme ich den einfach mal in den Verein mit. Hier haben wir sogar einige Doppelte. Okay. Auf die Transferliste damit. Und dann öffnen wir das 15K-Pack mit dem Once-to-Watch-Design. Nice Sache auf jeden Fall. Und da kriegen wir einen 83-Plus-Spieler. Jawohl, Leute. So will ich das hier sehen, Mann. Kommt schon, EA. Portugal, ZM, João Mario. Ist okay. Immer einen 83er. Geil. Okay, man will halt einfach wenigstens immer die Tafeln sehen, weil es ist halt ein nicer Spannungseffekt nochmal drinne. Und ja. Es ist halt nice, würde ich sagen. 5K ist jetzt hier drauf. 3, 4K ist er locker wert. Ich nehme ihn aber in den Verein mit. Habe ich immer was für zukünftige SBCs. Niang ziehe ich hier sogar als First Owner. Nice Sache auf jeden Fall. Ja, den habe ich ja in meinem Team drin in dem einen. Und dann kommen wir jetzt zum seltenen Goldset, Leute. Bitte nochmal ein Bildschirmspieler, Leute. Ja, bitte EA. Bitte. Nein. Es ist kein Bildschirmspieler. Aber es könnte immer noch Gabriel Jesus sein oder so. Der was wert ist, Gabriel Jesus. Mann, das wäre es gewesen jetzt hier. Alter, wäre das ein geiles Ding gewesen, hätte ich den jetzt wirklich auf Anlage gezogen, aber es ist Giuliano. Hat er noch 5-Star Skills? Ich glaube, der hat noch 5-Star Skills, oder? Hat er noch 5-Star Skills? Ne, hat er nicht mehr. Okay. Oh, Worked, aber der ist, glaube ich, auch nichts mehr wert, oder? Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Hier sehen wir es. 5-8 bietet einer. Gut, der ist rechter Flügel, deswegen. Ja, hier 2-9, das brauche ich nicht anbieten. Stones. Ist auch nichts mehr wert. Okay. Nehme ich alles mit und dann würde ich sagen, Leute, öffnen wir jetzt hier noch die 5 25K-Packs, die hier draußen sind. Habe ich gerade Bock drauf, die rauszuhauen hier noch. Vielleicht kriegen wir hier noch was dadurch. Packlack ist nicht da. Komm, Gabriel Jesus oder so. Wenigstens ein paar Coins wieder reinkriegen. Es ist Maximovic, nein, Ivanovic. Okay. Sieht eigentlich ganz interessant aus, muss man sagen, als Innenverteidiger. Hat solide Werte, ist, glaube ich, einigermaßen groß. 1,86, 1,85, okay. Ja, es ist keine schlechte Karte, würde ich sagen, als Innenverteidiger auf jeden Fall. Früher war ja bei Chelsea Rechtsverteidiger, da war er nicht so geil. Okay, den nehmen wir auch mit. Auf. Komm schon, EA. Komm schon. EA. Oh Mann, Leute, das kann nicht sein. Wenigstens wieder eine über 80. Ja, okay, Finne. Radetzky oder was? Genau, Radetzky. Ja. Okay, nehme ich mit. Okay, die Aufnahme. Scheint noch zu laufen, oder was? Mann, ich hasse das. Ach, Leute. Oh, Arsenal, dieses ist ja non-rare. Okay. Ja, okay, da sind wir. Okay, gut. Jetzt zeigt es mir wieder alles an hier in der Aufnahme. Alles klar. Machen wir die letzten drei Packs noch auf hier. Natürlich nicht für Coins, sondern für FIFA-Points. Und hoffen, dass wir da nochmal irgendeinen geilen Bildschirmspieler ziehen. Once to watch. Komm schon, Leute. Komm schon, once to watch. Baldiao. Oh Mann, ich habe erst an Mané gedacht, aber ja, Mané geht ja schlecht. Baldiao ist nice, Leute, ist nice. Da kommt sogar ein One-to-Watch-Trikot raus. Nice Sache. Der ist, glaube ich, nur 30k oder 40k wert. Bam, Alter, nice. Ist auch ein schöner Walkout nochmal für das Video. Sieht auch hinten mit den, ja, wie soll ich das sagen? Mit dem Rauch sieht es richtig sick aus, Leute. Richtig geil. Balde die Yao Keita. Ich überlege, ob ich den jetzt verkaufen soll oder ob ich vielleicht darauf spekulieren soll, dass er vielleicht einen Inform oder so irgendwann mal kriegt hier. Also 50k ist ja knapp wert. Nice Aktion. Also hat sich das 25k-Pack hier nochmal gelohnt, Leute. Nice.
cool. Okay, gut. Das war schon mal nice. Komm, nächstes Pack genauso. Das Pack war übrigens ganz schön dunkel. Ich dachte erst, wunder, was das ist. Vielleicht noch. Also hier, der Bildschirm war ganz schön dunkel, hatte ich eben das Gefühl gehabt. Diesmal ist leider nichts drin. Komm, im letzten Pack hoffen wir danach nochmal was zu ziehen. Es ist Piatti, der neue 5-Star-Skiller aus der MLS. Nice Werte eigentlich auch als ZOM zwar besser, denke ich mal. Oder wäre interessanter auf jeden Fall. Aber so ist er auch nicht so schlecht als linker Flügel. Ja, kann man als linker Stürmer spielen. Da geht es, denke ich mal, ein bisschen klar. Aber die MLS ist ja eh nicht so beliebt, um damit zu spielen, glaube ich, dieses Jahr. Okay, nehmen wir mit. Imenike hatten wir dann noch da drin. Und wir öffnen das letzte 25k-Pack, Leute. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, wie ich finde, für beide. Diao kann man das auf jeden Fall schon mal machen. Hoffentlich jetzt nochmal ein Bildschirm. Okay, nein. Wir hatten nur einen Bildschirmspieler. Das war aber auch gleich beide Diao Keita. Also, ja, es ging auf jeden Fall klar, würde ich sagen. Hier ziehen wir Carrasco. Oh ne, Costil ist das. Okay, Costil. 82er Rating. Ganz knapp nochmal gescheitert hier am Bildschirm, aber okay. Ansonsten noch Mario, den guten alten Mario ziehen wir hier. Ja, der ist nichts wert, hatten wir eben eingetauscht, jetzt kriegen wir ihn gleich wieder rein in den Verein. Ist, denke ich mal, ganz nice auf jeden Fall. Alles mit, das auf die Transferliste. Und damit würde ich sagen, Leute, war es von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein.